Musikalisches Licht im Advent. Herzlich willkommen zum dritten Video in unserer Serie. In den ersten zwei haben wir schon tolle Musik genossen. Wir haben den Gott Abrahams kennengelernt, der die Toten zum Leben bringt. Und wir haben ein großes Licht und ein kleines, besonderes Baby gesehen. Diese Woche genießen wir einen Ohrenschmaus für Flöte und Klavier. Wir hören einige Lieder. Wir zünden die dritte Kerze an und denken dabei an Johannes den Täufer, den Wegbereiter des Herrn. Heute haben wir einen Special Guest, Gabriel. Oder wie spricht man das richtig aus? Gabriel. Woher kommst du? Ich komme aus Brasilien, aus der Stadt Rio de Janeiro. Okay, und was ist deine Verbindung mit Musik? Ich habe mit 11 begonnen, Gitarre zu spielen mit meinem Cousin. Und danach hat es nie wieder aufgehört, bis ich angefangen habe, Musik zu studieren, Instrumentalpädagogik an der MDW, Schwerpunkt Gitarre. Okay, also hier in Wien, super. Und Gabriel, wo fühlst du dich besonders zu Hause? Diese Frage kann ich auf viele verschiedene Weise beantworten. Ich mag meine Wohnung, ich mag dieses Land, ich mag meine Heimat. Aber ganz zu Hause fühle ich mich im Gebet, wenn ich eine direkte Verbindung mit Gott habe. Okay, spannend. Wenn du Gabriel und seine Geschichte besser kennenlernen möchtest, dann bleib dran, stay tuned, er erzählt später mehr. Wo bist du zu Hause? How can you find your way back home? Wie kannst du wieder nach Hause finden? Diese Frage hören wir im ersten Lied. Das Lied wurde von Willi Platzer geschrieben, inspiriert durch eine alleinerziehende Mutter. Er spricht eine Sehnsucht an, die ich auch kenne. Eine Sehnsucht, irgendwo wirklich daheim zu sein. You're looking, wanting, wishing for something. You're needing, longing for a place to call your own. Find a place.
Wenn möglich, bitte wenden. Eine Stimme, die uns beim Autofahren vielleicht nervt, aber die manchmal wichtig ist, damit wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Wenn möglich, bitte wenden. Das hat auch eine Stimme in der Wüste vor 2000 Jahren gerufen. Bereitet den Weg des Herrn. Johannes der Täufer war wie die Warm-up-Band für seinen Cousin, den echten Star, Jesus. Johannes durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Warum sollten die Leute umkehren, um sich auf Jesus vorzubereiten? Anscheinend waren sie auf dem falschen Weg. Sie sollten sich taufen lassen und von ihren Sünden reinigen lassen. In der Stelle in Lukas 3 sehen wir, wie Johannes alle zur Umkehr aufruft. Die Bad Boys und die Braven, die stehlenden Steuereintreiber und die frommen Juden, Gabriel und mich. Vielleicht denkst du dir, Umkehr? Ja, ich kenne auch Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Der Hansi, der hat gestern schon wieder zu viel erwischt. Und die Lisi, die ist Fremdganger. Gott sei Dank bin ich nicht so. Ich bin ein aufrichtiger Mensch. Ich zahle sogar meine Steuern und ich muss nicht von irgendwas umkehren. So haben viele Juden von damals auch gedacht. Auch wir müssen uns taufen lassen. Die Taufe ist ja normalerweise für die dreckigen Heiden, die sich zum Judentum bekehren wollen. Wir haben ja Abraham zum Vater. Wir haben den richtigen Background. Ich hätte das auch behaupten können. Mein Vater ist Christ, meine Mutter auch und ich bin mein Leben lang so gut wie jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber was sagt Johannes der Täufer denen, die wegen ihrem richtigen Hintergrund so selbstsicher sind? Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Autsch! Ich habe Jesus als Kind schon als Retter angenommen, aber ob man Früchte in meinem Leben gesehen hat? Ob Jesus immer sichtbar mein Herr war, meine Priorität Nummer eins war? Er hat manchmal eher die zweite Geige gespielt oder vielleicht die dritte oder zehnte Geige gespielt. Leistung hat bei mir als Teenagerin die erste Geige gespielt. Ja, ich bin in die Kirche gegangen, aber ich habe mich geärgert, dass meine Klassenkollegen, die in keinen Gottesdienst gehen, 3 Stunden mehr hatten, um ihren Geschichteaufsatz zu perfektionieren. Wahrscheinlich haben sie in der Zeit eigentlich geschlafen, aber das habe ich damals nicht gecheckt. Samstagvormittags habe ich immer Jugendorchesterprobe gehabt. Ich bin zur Bushaltestelle hinmarschiert, ich habe dabei Lateinvokabeln gelernt und ich habe mich möglichst viel bewegt, um so viele Kalorien wie möglich zu verbrennen. Ich war eine Leistungsmaschine. Krumme Wege müssen begradigt werden, verkündete Johannes der Täufer. Was für krumme Wege waren bei mir zu finden? Ich habe ja keine Drogen genommen, war eine Musterschülerin und war halbwegs nett zu meinen Mitmenschen. Aber ich habe Gott nicht vom ganzen Herzen und mit meiner ganzen Kraft geliebt. Mein Leben hat sich nicht um Gott und seine Ehre und seine Prioritäten gedreht, sondern um mich selbst. Ich war ein in sich selbst verkrümmter Mensch. Homo incurvatus in se. Wie schaue ich aus? Was werden die anderen von mir denken? Schaffe ich das, noch dünner zu sein als meine Pultnachbarin im Orchester? Äußerlich war ich erfolgreich, aber innerlich war ich leer. Als ich 16 war, kam der Wendepunkt. Nach einem inneren Kampf und unter vielen Tränen habe ich Gott gesagt, Vater, es tut mir leid, dass ich mit mir selbst im Mittelpunkt gelebt habe. Danke, dass du für meinen Egoismus am Kreuz gestorben bist. Bitte übernimm du die Kontrolle über mein Leben, über jeden Lebensbereich, auch über mein Gewicht. Bei meiner Mutter habe ich mich auch entschuldigt, weil ich gewusst habe, wie viele Sorgen sie sich macht und wie kaputt ich auch sie gemacht habe durch mein Verhalten. Und nach dem Wendepunkt? In den Pausen in der Schule habe ich mich nicht mehr am Klo eingesperrt, um zu lernen.
Stattdessen habe ich mir Zeit genommen, mal für eine Freundin, mal für Gott. Ich habe Leute eingeladen in die christliche Gruppe, die wir in der Schule gehabt haben. Und auch jetzt versuche ich jeden Tag, Gott zu fragen, was möchtest du, Vater, dass ich heute mache? Natürlich bin ich nicht jeden Tag super happy, aber diese gottfokussierte Lebenseinstellung, sie bringt Freude und Frieden. Wenn möglich, bitte wenden. Es ist noch möglich. Bevor wir Gabriels Geschichte hören und während Lea jetzt am Klavier spielt, nutze die Gelegenheit, um Gott zu fragen, ob es etwas gibt, wovon du dich abwenden möchtest. Geh zu Jesus und genieße dann das reinigende Wasser und das Licht, das er uns gibt. Wer sich ein Fußballspiel anschaut, in dem ein Brasilianer mitspielt, sieht man, wie das bei ihm ist, wenn er ein Tor geschossen hat und er sich schreiend vor Gott bedankt. Da stellt man sich vor, dass Brasilianer häufig dass sie sehr religiöse Menschen sind. Das wird wohl stimmen in vielen Fällen, aber bei mir war das nicht so. Das Umfeld, in dem ich gewachsen bin, ist sehr ähnlich von dem, wie man es hier in Österreich kennt. Ein sehr säkularisiertes Umfeld, wo es einem bewusst ist, dass es Christentum gibt und dass die Bibel da ist, aber dass man das nicht verwendet, um das eigene Leben zu führen. In diesem Zustand habe ich Musik kennengelernt und angefangen mit 11 Gitarre zu spielen und ich war fasziniert von der Rock'n'Roll-Umwelt und ich wollte genauso spielen. Ich wollte diese guten Fähigkeiten haben und lange Haare haben, alles, was dazu gehört. Ich war auch fasziniert von diesem Drogenkonsum. Ich habe ein bisschen Glamour da gesehen und ich wollte das auch erleben. Ein paar Jahre später, mit 14, habe ich das Buch Da Vinci Code gelesen. In diesem Buch habe ich die Meinung gelesen, die besagt, dass das Christentum nur erfunden wurde und dass das, was wir heute kennen, wurde nur erfunden, um uns zu manipulieren. Nach diesem Moment wollte ich ganz frei leben. Ein Übergangsmoment für mich war, als ich dieses interessante Gespräch gehabt habe mit einem Freund, der genauso ein Religionskritiker war wie ich, aber der nicht nur das Christentum streng kritisiert hat, sondern auch den Islam. Und das hat mich auf komische Art und Weise ein bisschen beleidigt. Ich wollte den Islam irgendwie verteidigen. Aber nach einem langen Gespräch hat er mir gezeigt, dass ich keine Ahnung hatte vom Thema und er schon. Und dass er das nicht unbedingt böse gemeint hat. Dann habe ich ihm gesagt, ich werde selbst nachschauen und selbst seine Meinung bilden. Meine Recherche hat mich überrascht. Ich bin zu einer ähnlichen Meinung gekommen und ich wurde auch
kritisch dem Islam gegenüber, als ich mich da weitergebildet habe. Dadurch ist meine Vorstellung von der Bibel ein bisschen sympathischer geworden, weil ich eine liebvollere Botschaft davon gekannt habe. Ich habe diese Botschaft von Jesus nicht so genau gekannt, aber das, was ich gekannt habe, war viel mindestens freundlicher als das, was ich bisher mit dem Islam erlebt hatte. Als ich selbst neugierig geworden bin und eine Bibel gekauft habe, um selbst zu versuchen zu verstehen, was drin war, war ich wieder sehr überrascht davon, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, dass wenn du auf eine Frau mit Lust schaust, hast du schon Betrug in deinem Herzen gemacht. Oder wenn du jemanden hast, hast du schon Mord begangen. Wenn jemand von diesem säkularisierten Welt kommt, neigt man dazu, sich für gut zu halten. Man möchte so denken, okay, ich mache meine Fehler, aber mein innerliches Ich, da bin ich gut. Und zum ersten Mal habe ich das bezweifelt. Zum ersten Mal habe ich gedacht, okay, ich schaue Frauen mit Lust. Und manchmal hasse ich Menschen auch. Ich erzähle Lügen. Bin ich ein Lügner, ein Mörder und ein Ehebrecher? Wenn es nach Jesus gehen würde, dann bin ich das. Da habe ich mich sehr schlecht gefühlt, bis dieser Moment gekommen ist. Ich war in diesem dreckigen Badezimmer, wo in einer sehr verschimmelten Wohnung. Und in diesem Badezimmer, da gab es am meisten Schimmel. Es gab eine Wand, war komplett schwarz von Schimmel. Und in der Mitte von diesem schwarzen Fleck war ein Pilz. So schlimm war das. Und so schlimm habe ich mich auch gefühlt. Zum ersten Mal habe ich ehrlich gebetet. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob ich morgen an dich glauben werde. Aber ich glaube jetzt an dich. Wenn du irgendwas mit mir machen willst, wenn du willst, dass ich jetzt tot umfalle, oder dass ich ein glückliches Leben für dich führe, lass aus mir werden, was du willst. Ich will keinen Widerstand mehr leisten. Nach diesem Moment habe ich mich sauber gefühlt. Ich habe diesen Schimmel nicht mehr vor den Augen gehabt. Jesus hat mich reingewaschen. Nach dem Moment wollte ich dem würdig sein, dieser Rettung, die ich von Jesus bekommen habe. Ich wollte nicht mehr lügen. Ich wollte nicht mehr auf Frauen mit Lust schauen, wenn sie nicht meine Ehefrau ist. Ich wollte auch treu zu meinen Freunden sein und Menschen auch zeigen, woher diese Rettung kommen kann. So, dass sie durch die gleiche Veränderung gehen können, wie es bei mir war. Thank you.
Nächsten Sonntag haben wir schon das letzte Video. Ich freue mich auf einen musikalischen Hochgenuss und ich bin gespannt zu hören, wie Maria sich auf die Geburt Jesu vorbereitet hat. Eine letzte Möglichkeit gibt es für einen Austausch über Zoom. Donnerstag um 19.30 Uhr treffen wir uns. Da können wir besprechen, wie würde es bei mir ausschauen, umzukehren, zu Gott nach Hause zu kommen. Und wie haben das andere erlebt? Ab dem 13. Dezember haben wir wieder Präsenzgottesdienste bei uns in der evangelikalen Gemeinde Meidling. Auch da herzliche Einladung, sonntags um 9.30 Uhr. Und jetzt zum letzten Lied. Wir haben heute zwei Lebensgeschichten gehört. Wie könnte die Geschichte ausschauen, die Gott in deinem Herzen schreibt? Is there room in your heart for God to write his story? The sleeping town.